Ihr seht, wie viel Dosis Iman wir brauchen. Wie viele Präparate Aqida wir brauchen, damit wir standhaft bleiben. Und so merkt ihr auch, liebe Geschwister, wenn Razza, möge Allah unseren Geschwistern beichten, ja, wenn diese Tage, 3 Wochen jetzt, möge Allah es beenden, wenn diese 3 Wochen mehrere Herzen verunsichert hat, was glaubst du, was passiert, wenn der Dajjal da ist? Wenn heute Muslime sagen, oh, ich bin gerade verzweifelt, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Und so, Junge, was ist los? Was ist los? Hat Allah dir irgendwas versprochen, was er nicht eingehalten hat? Hat Allah dich reingelegt, dass du keinen Trauer sehen wirst? Was ist, wenn dann der Dajjal kommt und die Leute in die Irre führt? Willst du ihm dann folgen? Was ist die Lösung? Koran. Koran ist die Lösung, liebe Geschwister. Wir müssen den Koran einnehmen. Wir müssen den Koran lesen, hören. Wir müssen ihn verstehen. Deutsche Übersetzung. Wir müssen den Koran beibringen. Beschäftige dich immer mit Koran. Denn wenn dein Tank leer ist, ist ja klar, dann kannst du dich nicht retten. Also, Musa a.s. sagte, Rabbana, o mein Herr, du hast ihnen Schmuck, ja, und Hab und Gut gegeben, Besitz gegeben, im Diesseits, sodass sie in die Irre führen. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Allahumma amin, rabbal alamin, wa kull taghiya ya dal jalali wal ikram. O Allah, vernichte ihr Vermögen und schaut mal, was Musa gesagt hat, was für ein Dua. Und das ist ein Beleg, man darf Dua gegen Tyrannen machen. Das ist erlaubt. Musa sagt, O Allah, vernichte ihr Vermögen und versiegle ihre Herzen, sodass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Weil das Tyrannen sind. Sie haben es übertrieben. Und deswegen macht Musa a.s. ein Dua gegen sie, weil sie haben die Leute in die Irre geführt.